Hallo von Juni, also vom Pferd aus. Ich erzähle euch heute ein bisschen was zum Trail. Als erstes, bevor der Trailplan noch nicht draußen war, haben wir einfach geübt, das Tor auf und zu machen und dabei, also Tor aufmachen, durchreiten und Tor wieder zumachen. Oder ich steig ab, lass ihn stehen und gehe drum um ihn drum rum. Und er muss stehen bleiben. Was wir noch geübt haben, ist an der Hand traben und an der Hand Schritt laufen, aber ohne Strick und so, sondern einfach nur neben mir folgen. In einer Stunde, wo wir eigentlich wollten, sind wir nur Schritt geritten, weil Juni sich gekabbelt hat. Aber wir haben beim Schrittgehen auch Aufgaben geübt. Beim Ausritt haben wir dann auch alle anderen Gangarten geübt, aber halt nicht, als Juni sich gekabbelt hat. Juni, guck mal nicht so. Und Juni findet hier gerade wieder irgendwas interessant, weshalb ich hier ein bisschen zu kämpfen habe. Naja, dann kam vor ein paar Tagen der Trailplan raus. Und das, der Trailplan, den sage ich euch und zeige ich euch natürlich jetzt nur so, wie ich ihn verstehe. Und vielleicht ist er eigentlich gar nicht so gemeint. Die erste Aufgabe ist Blumen gießen. Also auf einer Tonne steht eine Gießkanne mit Wasser drin. Und eine Tonne, die 5 Meter weiter weg ist, stehen Blumen. Und da muss man dann hinreiten, also die Gießkanne nehmen, zu den Blumen reiten. Und dann die Blumen gießen. Wir hatten leider keine Tonnen da, deswegen mussten wir die Anhängerkappe, Radkappe nehmen. Und da ist mein Sattel, weil er zu locker war, fast mit mir unter den Pferdebauch gerutscht. Wir sind aber nur zur Seite gerutscht. Aber dann haben wir ihn wieder gerichtet. Naja, die zweite Aufgabe ist, durch die Pferderin zu reiten. Die dritte Aufgabe ist über eine Plane gehen. Das macht Juni eigentlich auch richtig toll. Er hat sich zwar einmal vor der Plane kurz erschreckt, weil der Wind die Plane hochgeweht hat. Und die vierte Aufgabe ist, einen Ball zu schießen. Und das können Juni und ich eigentlich ganz gut, wenn der Ball zwischen zwei Stangen liegt und die Stangen weit genug aneinander liegen. Vorwärts. Dann als fünfte Aufgabe müssen wir einhändig durch ein Slalom traben oder töten und das Ganze hin und zurück. Da haben Juni und ich noch eine sehr große Baustelle. Deswegen müssen wir das auch noch üben. Und das werden wir noch sehr viel üben.
Das können wir auch gut beim Ausritt einfach mal so nebenbei üben. Und dann ist die sechste Aufgabe in die Mitte, also bei X hinstellen und dann nach rechts oder links Schenkel weichen, also seitwärts gehen. Die Hand kann man frei wählen, also in die Richtung, die man reiten möchte, das kann man frei wählen. Und da schaue ich dann einfach am Turniertag, welche Hand besser funktioniert, wenn ich ihn dann vorher einmal warm reite. Aber das schaffen wir. Leider ist der Terminplan noch nicht draußen, also noch nicht veröffentlicht. Deswegen weiß ich auch noch nicht, wann ich reite und in welchen Tagen. Aber sobald der raus ist, gebe ich euch in dem nächsten Video dann Bescheid. Das war es dann auch schon wieder mit dem Video heute zur Gym. Und nächste Woche Montag wird nochmal ein neues Video zur Gym kommen. Und hier könnt ihr noch zwei weitere Videos sehen und hier den runden Abo-Button. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vorwärts.